Mit einer Programmiersprache lassen sich Algorithmen so formulieren, dass ein Computer sie anschließend ausführen kann. Es gibt sehr viele unterschiedliche Programmiersprachen. Man kann sie in verschiedene Kategorien unterteilen. Eine mögliche Unterteilung ist die Art und Weise, wie man den Algorithmus in einem Computer formuliert. Eine Möglichkeit ist, dass man den sogenannten Quelltext des Programms in einen Editor eintippt, wie bei einem Schreibprogramm. Solche Programmiersprachen nennt man textuelle Programmiersprachen. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Grundbausteine eines Algorithmus nicht getippt, sondern mit der Maus oder dem Finger aus Blöcken zusammengepuzzelt werden. Dann spricht man von visuellen Programmiersprachen. Ein Klassiker für Einsteiger ist die Ausgabe von Hallo Welt, etwa auf einem Bildschirm oder auf mehreren Reihen mit Leuchtdioden. Schauen wir uns Hallo Welt in verschiedenen Sprachen programmiert einmal genauer an. Programmiert man in einer textuellen Programmiersprache wie Java, muss man darauf achten, dass die Anweisungen richtig geschrieben und besondere Zeichen wie geschweifte Klammern richtig gesetzt werden. In Java kann mit der Anwendung System_OutPrintln und Hallo Welt innerhalb der runden Klammern der entsprechende Text ausgegeben werden. Bevor das jedoch funktioniert, muss der Quelltext noch übersetzt werden, nicht ins Englische, aber in eine bestimmte Form, die der Computer dann erst verarbeiten kann. Übrigens sind sämtliche Anweisungen in Java deshalb englischsprachig, damit ein Quelltext weltweit von Programmierern gelesen und verstanden werden kann. Halten wir fest: Textuelle Programmiersprachen verlangen, dass ein Algorithmus in Textform geschrieben wird, damit er später von einem Computer ausgeführt werden kann. Die Anweisungen sind üblicherweise auf Englisch und Tippfehler sorgen dafür, dass ein Computer das Programm nicht ausführen kann. Wie sieht es mit visuellen Programmiersprachen aus? Auch hier ist im Video das Hallo Welt Beispiel zu sehen. Diesmal sagt die Katze in der Programmierumgebung Scratch die beiden Worte in einer Sprechblase, wenn die grüne Flagge angeklickt wird. Der Algorithmus wird durch logisch richtiges Zusammenpuzzeln der entsprechenden Blöcke formuliert. Man sieht sofort, dass bis auf den auszugebenden Text keine Zeile getippt werden muss. Die Blöcke sind sogar auf Deutsch beschriftet und das Programm lässt sich sofort starten. Halten wir fest: Visuelle Programmiersprachen verlangen, dass ein Algorithmus durch Zusammenklicken von Blöcken formuliert wird, damit er von einem Computer ausgeführt werden kann. Visuelle Programmiersprachen wie Scratch sind besonders für Einsteiger hilfreich, da die Anweisungen übersetzt sind und man keine Tippfehler machen kann, sondern nur Denkfehler im Algorithmus selbst. Es gibt auch Programmierumgebungen, die beide Möglichkeiten erlauben, Algorithmen zu formulieren. Hier ist als Beispiel MakeCode für den Calliope Mini zu sehen. Um Hallo Welt als Lauftext auf den Leuchtdioden auszugeben, kann man entweder die Anweisungsblöcke visuell als Puzzleteile zusammenklicken oder man wechselt in eine andere Ansicht und programmiert nun in der textuellen Programmiersprache JavaScript weiter. Mit solchen Programmierumgebungen lassen sich beide Möglichkeiten gut vergleichen und erlernen.